Herzlich willkommen zu dieser Führung hinter den Kulissen in der Ausstellung Sophie Teuber-Arp, gelebte Abstraktion im Kunstmuseum Basel. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse, vielen Dank dafür. Sie werden an den kleinen Details, die noch nicht perfekt sind, wie diese temporären Labels hier zum Beispiel oder die Spuren auf unserem frisch verlegten dunklen Fußboden sehen, dass es im wahrsten Sinne hinter den Kulissen ist. Wir filmen am Montag der Eröffnungswoche. Und diese kleinen Imperfektionen mögen Sie uns nachsehen. Auf diese Art und Weise können wir sie aber eben schon mal in die Ausstellung einführen. Sophie Teuber-Arp kann ich Ihnen heute in all ihrer wunderbaren Bandbreite vorstellen, denn wir haben uns bei dieser Retrospektive vorgenommen, dass wir diese Künstlerin sozusagen in den Himmel der klassischen Moderne einschreiben wollen. Sie ist in der Schweiz schon recht bekannt, kann man sagen. Es gab eine Reihe von wichtigen Ausstellungen zu ihr. Sie war jahrelang auch auf dem 50-Franken-Schein präsent als Gesicht. Also zumindest das Gesicht kennen die Schweizer. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es eine gewisse Name Recognition von Sophie Teuber-Arp als Künstlerin. Aber wir haben international viel aufzuholen und sind deswegen sehr stolz, dass wir die Schweizer Station dieser internationalen Tournee sind, die anschließend an die Tate Modern in London weiterreist und dann im Herbst dieses ungewöhnlichen Jahres noch ans Museum of Modern Art in New York. Ich glaube, dass es unter anderem daran lag, dass Sophie Teuber-Arp ihre Ausbildung als Kunsthandwerkerin erfahren hat und dass sie die ersten Jahre ihres Schaffens dezidiert im Bereich des Kunsthandwerks gearbeitet hat, dass viele Kunsthistoriker vielleicht über die Jahrzehnte auch nicht so genau wussten, was sie mit ihr anfangen sollen, wie sie sie einordnen sollen und dass wir deswegen erst so spät, jetzt im Jahr 2021, diese großartige Möglichkeit haben, über das Werk in seiner ganzen Bandbreite zu reden und uns nicht immer nur auf diese abstrakte Phase der 30er Jahre zu fokussieren, sondern Ihnen hier, wie jetzt im ersten Raum zu sehen, die kunsthandwerklichen Anfänge und Werke von Sophie Teuber-Arp bald nach der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert vorzustellen. Sophie Teuber-Arp ist 1889 in Davos geboren und sie hat dann als ganz junge Frau in St. Gallen eine Ausbildung als Kunsthandwerkerin genossen, ist dann anschließend noch nach München zur wirklich sehr renommierten Debschitz-Schule weitergezogen, hat sich dort ausbilden lassen. Und das Interessante da an dieser Formation war, dass die Debschitz-Schule und ihre Lehrer die Kunst und das Kunsthandwerk ganz eng zusammengedacht haben. Also es gab eben nicht diesen üblichen Abgrund sozusagen dazwischen, zwischen angewandter Kunst und der freien Kunst, sondern man hat das beides zusammengeführt, eben auch in der Tradition der britischen Arts and Crafts Bewegung, die sich um die Jahrhundertwende ja etabliert hat. Und natürlich gab es auch Perlbeutelchen schon eine ganze Weile lang, aber Sophie Teuber-Arp wählt bei diesen Werken, die also bald nach 1915, ab 1916 ungefähr entstehen, wählt sie eine ganz abstrakte Formensprache zur Dekoration von diesen eigentlich ja traditionellen Objekten. Dieses Verhältnis von Kunst und Kunsthandwerk in ihrem Œuvre ist ein hochfaszinierendes und der ganze erste Raum erzählt im Prinzip von den ziemlich abstrakten Vorarbeiten, die sie schafft, die aus unserer heutigen Sicht häufig wie abstrakte Kunstwerke sozusagen in their own right funktionieren, also die für sich selbst stehen könnten. Und dann gibt es aber eben Werke, die auch tatsächlich ihren Status geändert haben, kann man sagen. Und dafür ist dieses fantastische Triptychon hier ein wunderbares Beispiel in unserem ersten Raum. Sophie Teuber-Arp hat es ursprünglich höchstwahrscheinlich als einen Wandschirm geschaffen und dann hat sie aber später in den 30er Jahren beschlossen, dass sie zwei der Tafeln, dieser drei Tafeln hier, separat quasi als eigenständige Kunstwerke der Abstraktion ausstellt. Und damit hat sie natürlich im Nachhinein dieses ursprünglich kunsthandwerkliche Objekt wie eingeschrieben in die Geschichte der Entstehung der Abstraktion. Also das ist einer der ganz faszinierenden Aspekte in der Ausstellung, dass man wieder und wieder schaut, wie der Blick auf die Werke sich tatsächlich verändert hat und dass wir diese Unterscheidung zwischen Kunsthandwerk und abstrakter Kunst oder freier Kunst eigentlich in den seltensten Fällen trennscharf machen können, sondern dass das in ihrem Werk wirklich zusammenfließt und an Relevanz verliert. Diese Werke
erscheinen also aus unserer heutigen Sicht als Triptychon, aber wie gesagt, in einem früheren Leben waren sie ein Werk der angewandten Kunst, als ein Paravent oder ein Wandschirm. Und eine ähnliche Statusveränderung spielt sich zum Beispiel mit diesen heute sehr abstrakt wirkenden Farbstiftzeichnungen ab. Hier haben wir also diese fast säulenartigen Übereinanderschichtungen von Farben, die ganz fein eben mit Farbstiften gestaltet sind. Das sind aber Vorarbeiten. Die hat Sophie Teuber-Arp zum Zeitpunkt ihres Entstehens in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht eigenständig ausgestellt, sondern hat damit Motive und Muster und Farbzusammenstellungen für ihre angewandten Werke entworfen. Und dann aber im Nachhinein ist quasi die enorme Abstraktion und die enorme Modernität dieser Werke auch dadurch dokumentiert worden, dass sie sie in Anthologien zum Beispiel dann als Teil ihres Werks selbstständig abgebildet hat. Also dieser Shift, diese Veränderung in der Wahrnehmung ihres Werks ist etwas, was uns in der ganzen Ausstellung begleiten wird. Wichtig ist festzuhalten, Sophie Teuber-Arp ist eine Pionierin der Abstraktion. Sie wählt auch für ihre angewandten Arbeiten wie Wandteppiche hier zum Beispiel oder eben die Perlbeutel, die ich Ihnen gezeigt habe, eine ganz abstrakte Formensprache, selbst in diesen angewandten oder auch traditionellen Formen der Kunst. 1914 geht sie aus München zurück nach Zürich. Das hat den Hintergrund, dass der Erste Weltkrieg ausbricht und sie also in ihre Heimat zurückkehrt. Sie lernt in Zürich dann auch ihren späteren Ehemann, den Künstler Hans Arp, kennen. Und die beiden bewegen sich in dem Zirkel der Dadaisten. Und die Dadaisten sind natürlich eine der ganz großen Avantgarde-Bewegungen. Die sind anti-bourgeois eingestellt, anti-bürgerlich. Sie protestieren gegen die Gewalt des Krieges mit einer Kunst, die sich an keine Regeln hält und einfach jenseits der Kategorien, der ja bürgerlich etablierten Kunstkategorien funktioniert. Und abgesehen vom Krieg sucht auch jetzt vor ungefähr 100 Jahren eine Grippepandemie die ganze Welt heim, und auch durch diese Grippepandemie lebt Sophie Teuber-Arp. Und das hat den ganz drastischen Effekt, dass dieses fantastische Marionettenensemble, was sie 1908 herstellt für eine Aufführung des Marionettenstücks König Hirsch, dass dieses Stück nur dreimal aufgeführt werden kann im Jahr der Grippepandemie 1918. In Zürich haben sich also diese ganzen Künstler aus ganz Europa versammelt. Das ist ein ungeheuer lebendiges Pflaster für die Kunst geworden, weil eben alle diese Künstler auch vor dem Krieg fliehen. Und in diesem Zirkel der Dadaisten, in dieser sehr, sehr belebten Kunstszene, bewegt sich Sophie Teuber-Arp und schafft eben Werke wie diese, die ganz, ganz modern in der Formensprache, in ihren abstrakten Formen hier dieser Puppen sind. Man muss sich vorstellen, dass solche Marionettenpuppen ursprünglich eigentlich immer geschnitzt waren. Es gab diese Hochphase von Marionettentheatern auch in der Zeit, in die sich dieses Werk einfügen lässt. Aber in der Formensprache, in der Farbgebung ist das hier wirklich absolut futuristisch gewesen. Und diese Art von Futurismus oder vielleicht auch ein dystopisches Element sieht man hier an diesem Werk, dieser besonderen Figur, die heißt Die Wachen. Man kann hier eigentlich so den Begriff der militärischen Einheit ganz gut sich zur Erklärung vornehmen. Also wir haben es ist mit einem Wesen zu tun, oder wie eine Art Roboter kann man fast sagen, so eine Art Kampfroboter, aber eben mit vielen Köpfen, vielen Händen, und es funktioniert aber als Einheit. Und dieser Kampftrupp stürmt also hier voran, und das Stück ist... Es geht eigentlich um eine Verwandlung des Königs in einen Hirschen, und wir haben dazu auch einen Film drehen lassen, der Ihnen zur Verfügung gestellt werden kann, der diese wunderbaren Figuren hier auch in Aktion zeigt. Der Hintergrund des Dadaismus ist ein faszinierender, und er wird wahrscheinlich nirgendwo so deutlich wie in den sogenannten Dada-Köpfen oder in den Köpfen von Sophie Teuber-Arp. Wir haben hier das große historische Foto, das ja ikonisch ist. Jeder kennt sie in dieser Aufnahme, wo sie sich fotografieren lässt mit einem dieser Köpfe.
Und einen zweiten haben wir hier, der eine Art humoristisches Porträt ihres Ehemanns Hans Arp ist, mit den hochgezogenen Augenbrauen, dem superkritischen Blick und dann auch diesem Element, was hier nach vorne kommt, also der Nase, die wir uns also hier zusammenreimen im Kontext eines abstrahierten Kopfes. Und also auch der spitze Haaransatz von Hans Arp, das ist hier alles ganz schön nachgebildet. Sie hat um 1916 dann angefangen, an der Zürcher Kunstgewerbeschule zu unterrichten im Bereich des Kunstgewerbes und sorgt mit diesem Einkommen für die nächsten gut 12 Jahre für einen stabilen Lebensunterhalt in einer ökonomisch extrem angespannten Zeit. Also nicht zu vergessen, dass die 20er Jahre dann auch eben das Jahrzehnt der Weltwirtschaftskrise sind. Und bis ins Ende der 20er Jahre unterrichtet sie eben an dieser Gewerbeschule in Zürich im Bereich des Kunsthandwerks und hat eine, einen dadurch auch großen Schülerkreis. Und in diesem Raum, in diesem dritten Raum, in dem wir uns hier befinden, geht es also ganz stark um die textilen Arbeiten, die sie überall ausstellt, natürlich auch verkauft. Sie hat spezielle Läden, in denen sie ihre Kunstwerke vertreibt. Und die Tatsache, dass ihr kunsthandwerkliches Oeuvre, was wir hier in dieser Breite präsentieren können und in seiner Bedeutung auch deutlich machen können, dass das so lange gebraucht hat, bis das jetzt rezipiert werden kann, hängt eben auch damit zusammen, dass das Werkverzeichnis, was nach ihrem Unfalltod 1943 durch Hans Arp und andere erstellt wurde, dass das nicht mehr Zugriff auf alle kunsthandwerklichen Arbeiten hatte. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Aufgabe besteht darin, das Werk vollständig abzubilden, aber viele dieser damals verkauften und ja auch im Gebrauch befindlichen Objekte können eben nicht mehr auswendig gemacht werden. Und dadurch entsteht die ungute Situation, dass man mit den paar Arbeiten, die man vorliegen hat, kein adäquates Abbild geben kann von dem kunsthandwerklichen Werk, aber dass man das ja irgendwie doch repräsentieren will. Und so sieht es im Werkverzeichnis von 1948 dann so aus, als wäre das nur ein kleiner, eher unbedeutender Teil ihres gesamten Schaffens, weil man eben den Zugang zu diesen Arbeiten nicht mehr hat. Gott sei Dank hat die Forschung da aufgeholt und wir können hier heute in dieser Ausstellung ein wunderbares Abbild geben von den Werken, die Sophie Teuber-Arp geschaffen hat im textilen Bereich mit diesen kleinen Perlbeutelchen und auch über ihre Technik sprechen. Dieser wunderbare Wandteppich war auf einer ganz bedeutenden Ausstellung präsent, nämlich 1925 auf der Ausstellung in Paris, von der wir auch den Namen des Art Deco abgeleitet haben. Und wie diese Formen, diese abstrakten Formen, die hier zusammengefügt sind, zustande kamen, das lässt sich ganz gut nachvollziehen. Wenn man sich hier nach rechts wendet und diese Fragmente oder diese kleinen bemalten Papier- oder Kartonstücke anschaut. Dann sieht man hier oben zum Beispiel aus unterschiedlichen Helligkeiten zusammengesetzt diese Sternformen, darunter dieses pinke Gesicht mit großen Augen, das da hervorschaut. Und man hat hier zum Beispiel diese Dreiecksform mit einem fliegenden Kreis. Und hier auch nochmal so eine gezackte Basis und einen hellblauen Kreis. Und all diese Elemente finden Sie eben in der Oberfläche dieses fertigen textilen Teppichs wieder. Also die Sterne sind hier quasi zu einem Schachbrettmuster verändert worden. Dieses Wesen hier hat intensiv blaue Augen bekommen. Und hier ist diese Dreiecksform mit dem schwebenden Kreis drin und das hellblaue Element auf dieser gezackten Basis. Also das ist sehr faszinierend, das zu sehen. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Künstlerin mit diesen Fragmenten experimentiert hat und sie in neue modulare Zusammenhänge gebracht hat. Weitere von diesen Fragmenten, die uns einen Eindruck von der Arbeitsweise geben, finden sich hier. Und auch hier ist es schön, noch mal genauer hinzuschauen. Es lenkt auch so ein wenig den Blick im Raum, wenn man diese Figurine hier zum Beispiel betrachtet und dann den Blick in die Weite richtet. Gegenüber sieht man dann einen tollen Wandteppich, der auch in einer wichtigen Zeitschrift damals das Werk abgebildet war, eben als Teppich auf dem Boden tatsächlich. Da sieht man dann dieses Element dieser Figur nochmal auftauchen. Und ähnlich verhält es sich mit diesen Figurinen hier oder dem Schwan. Also auch gibt es viel zu entdecken in diesem Raum. Was sich insgesamt feststellen lässt, ist, dass die Formensprache konstant abstrahiert wird. Wir haben
finden Figuren und kleine Hunde und alles Mögliche, aber immer eben auch diese ganz abstrakten Formen, Dreiecke, Kreise, Rechtecke. Und das wird sich immer weiter verstärken, bis sie um ungefähr 1929, 28 herum ganz abstrakte Interieurs gestaltet. Und dazu kommen wir jetzt. In Straßburg übernimmt Sophie Teuber-Arp eine ganze Reihe von Ausgestaltungen von Interieurs. Und zwar kommt das dadurch zustande, dass Hans Arp sich in Straßburg für eine Weile niedergelassen hat, weil er die französische Staatsbürgerschaft anstrebt. Und Sophie Teuber-Arp besucht ihn häufig, macht dort sozusagen Bekanntschaften und bekommt dann mehrere Aufträge für architektonische Interieurs, für deren Ausgestaltung. Wir haben hier zum Beispiel in der Ecke eine wunderbare Kombination. Hier das historische Foto einer Residenz dort, also eines Hauses vom Haus Heimendinger. Und hier eine Gouache, in der man schön die Vorarbeit sieht für diese Ausgestaltung eines Wandbildes. Und man sieht dann im Vergleich zu anderen Werken hier im Raum, dass dieses Motiv einer Figur mit solchen erhobenen Armen eine ganz große Rolle spielt und projektübergreifend immer wieder auftaucht. Also wir haben es hier in unterschiedlichen Formen. Hier sieht man zwei dieser Figuren, auch mit angewinkelten Beinen. Und ganz reizvoll ist diese Kombination hier von den Entwürfen und dann den ausgeführten Fenstern, die sie für das Wohnhaus, das private Appartement von einem der Gebrüder Horn ausführt, die dann auch den Auftrag geben für die Obette, die wir uns im nächsten Raum genauer anschauen. Das heißt, der Apotheker Paul Horn, dem diese Fenster hier zuzuordnen sind, der hat also diesen Auftrag erteilt. Sie hat das Appartement ausgestaltet mit Buntglasfenstern und wir haben eine ganze Reihe davon hier eben zusammen mit den Entwürfen ausgestellt, wo sich das schön vergleichen lässt. Der Erste Weltkrieg ist vorbei und Sophie Teuber-Arp und Hans Arp wollen den Kontakt zu den vielen Freunden, die sie in Zürich gefunden haben während des Ersten Weltkriegs, weil natürlich Künstler aus ganz Europa nach Zürich geströmt sind, diesen Kontakt wollen die Arps aufrechterhalten und deswegen sind die ganzen 20er Jahre eigentlich von einer ganz regen Reisetätigkeit gekennzeichnet. Und wir haben eine Reihe von Fotografien, die von Sophie Teuber-Arp aufgenommen wurden hier. Und daran lässt sich schön nochmal nachvollziehen, dass ihr Auge einen sehr abstrakten Blick hat. Also sie schaut sich zum Beispiel Felsformationen an oder auch eben architektonische Formationen in Italien, Strandkörbe hier auf Rügen zum Beispiel. Und man sieht das Interesse für die Strukturen in diesen Werken, oder Werke ist zu viel gesagt, aber in diesen Fotografien. Und reizvoll ist es dann eben zu spekulieren, inwieweit das eben auch einen Einfluss auf konkrete Werke gehabt hat. Und hier zum Beispiel mit dieser Kirche in Kadekes ist das ganz eindeutig zu sehen. Aber dann, was macht man aus den Strandkörben? Hat das irgendeinen Einfluss gehabt, vielleicht auf diese Werke, diese Aquarelle und Gouachen, in denen farbige Quadrate über das ganze Werk verteilt sind? Wir wissen es nicht. Aber jedenfalls, es geht um die Struktur, es geht um ein zunehmend abstraktes Element und Denken. Und bei dieser Reihe von Gouachen ist es schön, natürlich einmal diese Sukzession zu sehen, also das serienartige Element, aber eben auch, wie sie mit Figur und Grund spielt. Und die Frage stellt sich am Ende, ist das vielleicht schon ein erster Schritt in die freie Kunst, weil wir keine konkreten Werke der angewandten Kunst hier zuordnen können, oder sind das vielleicht tatsächlich noch in irgendeiner Art und Weise Vorarbeiten oder Gedankenspiele im Zusammenhang mit Perlarbeiten? Das ist eine Frage, die wir einfach nicht beantworten können. Das ist aber eben der Reiz an der ganzen Ausstellung auch, dass man dieses Ineinandergreifen hat von diesen zwei Welten, von der freien Kunst und von der angewandten Kunst, und man in den wenigsten Fällen das wirklich genau trennen kann. Und wir haben deswegen auch mit der Münchner Designerin und Szenografin Juliette Israel zusammengearbeitet für diese sehr kontrastreiche Ausstellungsarchitektur, in der wir Boden verlegt haben und auch den Boden quasi an den Wänden hochziehen, sodass als würden sich Räume in Räume hineinschieben. Und das ist am Ende auch so eine Art Riff auf den White Cube und auf diese Ausstellungsgeschichte der Abstraktion, dass wir sagen, hier kommen Dinge zusammen, die wir sonst vielleicht nicht zusammen vermuten würden. Und es ist eine Art unvermutete Verbindung. Etwas, was unsere Lust am Kategorienbilden, glaube ich, konstant herausfordert und
ja, einfach Spaß macht, diese Grenzen zu überschreiten, die ja letztendlich wirklich künstliche sind. Hier in diesem zentralen Raum der Ausstellung, der ja auch eine asymmetrische Grundform hat, widmen wir uns dem wichtigsten Projekt von Sophie Teuber-Arp, das in Straßburg stattfand. Sie hat den Auftrag bekommen, die Obette auszugestalten, also eine Art Vergnügungskomplex, kann man sagen, wo man tanzen konnte, Billard spielen konnte, mehrere Cafés zur Verfügung hatte, Bars und so weiter, Restaurants. Also alles, was man sich wünschen konnte in den 20er Jahren, um vergnügt zu werden sozusagen. Und Sophie Teuber-Arp entwirft einige Bereiche alleine, für andere holt sie sozusagen noch ihren Ehemann Hans Arp dazu und den Begründer Mitbegründer der niederländischen Künstlergruppe der Style, Theo van Doesburg. Und zusammen arbeiten sie also an der Ausgestaltung dieses Vergnügungskomplexes. Das, was jetzt faszinierend ist, sich vorzustellen, ist, dass die Leute, die sich in solchen Etablissements aufgehalten haben, natürlich vom Zeitgeschmack geprägt waren und sich wahrscheinlich am wohlsten fühlten, wenn sie irgendwie von Ornamenten und Designs und Gold und so weiter umgeben waren. Aber Sophie Teuber-Arp entscheidet sich eben zusammen mit ihren beiden Mitstreitern für diese komplett abstrakte Formensprache in der Ausgestaltung. Das heißt, wir haben es in den Fenstern und in der Architekturgestaltung damit zu tun, dass sie farbige Quadrate und Rechtecke kombiniert, und das ist das Design, mit dem sie arbeitet. Und das war offenbar eine Riesenherausforderung für den Zeitgeschmack, und leider setzt schon Ende der 30er Jahre dann ein Umgestalten ein, sodass wir die Obette heute nur noch in einer schönen, aber eben unzureichenden Rekonstruktion sehen können in Straßburg. Und wir haben uns eben über die großen historischen Fotos hier an den Wänden bemüht, einen Eindruck der damaligen Situation dieses Gesamtkunstwerks tatsächlich zu geben und deswegen auch hier direkt diesen Blick zu eröffnen. Und dieser 5 o'clock Tea Room, den Sie hier in der historischen Fotografie sehen, der wurde vorbereitet von Sophie Teuber-Arp mit diesen Skizzen und einer total faszinierenden Collage. Man sieht, hier ist das Farbschema noch dunkel und grau und rot und grün mit weiß, und dann, total interessant, entsteht aber ein Werk der angewandten Kunst wieder, also wie so eine Art Flashback zu den textilen Werken, die sie zuvor hergestellt hat. Hier hat man also diesen Teppich, diesen Wandteppich, und der verwendet jetzt schon ein Farbschema, was am Ende auch tatsächlich in der Architektur angewendet wurde. Das Grün ist nämlich hier durch Blau ersetzt. Also ein Faszinosum, ehrlich gesagt, dass man hier diese abstrakte Kunst der Raumgestaltung und die abstrakte Gestaltung von Textilien nochmal zusammenbringt und eigentlich wirklich genau in der Mitte der Ausstellung. Und in diesem Zusammenhang noch eine weitere Spekulation, nämlich man fragt sich ja, wann kommt denn dann dieser Schritt in die freie Kunst, den Sophie Teuber-Arp Ende der 20er Jahre auch vornimmt. Und hier kann man vermuten, dass es sich um das erste abstrakte Gemälde handelt, das sie geschaffen hat. Und meine Vermutung ist, dass hier tatsächlich ein Zusammenhang, eben ein ganz enger, auch mit den Designs der Obette und in diesem Fall eben dieses Passageways, dieser Passage besteht, wo man ja auch dieses Ineinandergreifen von Weiß und Dunkel und Blau sieht. Und dieses Design hier ist eben auch in der Malerei sichtbar. Es ist ein Werk, was jahrelang nicht mehr ausgestellt war, nicht mehr zu sehen war in Ausstellungen. Und ja, wir freuen uns, dass es hier wirklich das Zentrum der ganzen Ausstellung eigentlich bildet. Die Glasfenster, die wir Ihnen hier noch zeigen, gehören noch in den Zusammenhang des Hauses Horn, also wo sie eben dieses Apartment für diesen Kunstsammler und Apotheker gestaltet hat. Und sie sind wunderbar hinterleuchtet, geben einen Eindruck davon, dass diese drei Werke hier tatsächlich wie ein Oberlicht zur Gestaltung des Oberlichtes angebracht waren. Der Rest des Apartments war über und über an den Wänden behängt mit Kunstwerken. Wir sind jetzt im zweiten Teil der Ausstellung. Und der Schritt in die Abstraktion, in die abstrakte Kunst als Mitglied der Pariser Avantgarde steht hier also unmittelbar bevor. Wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, dass jetzt auch ein Ortswechsel stattfindet, nämlich Sophie Teuber-Arp zieht also von Zürich nach Straßburg und von Straßburg dann vor die Tore von Paris, nämlich in diese kleine Stadt Clamart. Dort baut sie mit den Mitteln, die ihr jetzt zur Verfügung stehen, die sie durch den Obette-Auftrag erworben hat, ein eigenes Atelierhaus. Ein Foto davon sieht man da hinten an der Stellwand.
Und dieses große Bedürfnis nach einer Neuordnung der Lebensverhältnisse, das ist ja etwas, was die ganze Avantgarde verbindet. In Designcentern wie zum Beispiel dem Bauhaus, aber auch in Frankreich natürlich, hat man immer wieder diesen Willen, die Lebensverhältnisse zu entstauben, neu zu sortieren, einfach von diesem ganzen staubigen Dekor und Ornament zu befreien, das die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts immer noch bestimmt. Man spricht ja nicht umsonst vom langen 19. Jahrhundert. Auch in den Lebensumständen ist das durchaus eine Tatsache. Die Visitenkarte, die Sophie Teuber-Arp in dieser Zeit herstellen lässt, also die quasi zusammenhängt mit diesem Umzug nach Clamart, die führt dann auch extra Interieurs und Möbel auf. Und wir haben sie hier eben auch als Möbeldesignerin in der Ausstellung repräsentiert. Was ich hier spannend finde, ist, dass man quasi das Modulare dieser Möbel, also dass man die jetzt, wie man sieht, immer auch umsortieren konnte. Es gibt die in mehreren Farben und dann kann man sich immer entscheiden, in welcher Reihenfolge hätte man das denn gerne. Dieses modulare Element ist ja etwas, was wir bei der Arbeit mit den Fragmenten im dritten Raum auch schon gesehen haben, wo wir sie als Lehrerin an der Gewerbeschule eingeführt haben. Also das heißt, es ist offenbar ein Element, was auch hier in der Gestaltung der Lebensverhältnisse wieder auftritt. Ein ganz schlichtes, kastenförmiges Design, wahnsinnig praktisch, man kann nämlich darunter wunderbar wischen. Und noch dazu von den Farben her super klar, also da gibt es nichts Ornamentales, nichts Dekoratives, sondern das ist eine Bauhaus-inspirierte, klare Formensprache, wie sie damals in ganz Europa von den Künstlern, Architekten, Designern propagiert wird. Also in dieses Kunstdenken, da schließt sich Sophie Teuber-Arp nahtlos an. Und 1930 stellt sie dann zusammen mit der Künstlergruppe Cercle et Carré, in die sie durch Michel Seufort, diesen berühmten Kunstkritiker, eingeführt wurde, stellt sie mit denen zusammen aus. Und eines der ersten Werke, was dort präsent ist, ist eben das Kaffeehaus und dann noch ein Werk, das nennt sich einfach nur Figuren. Man kann hier schön nachvollziehen, wie diese Situation von sprechenden, animierten, sich unterhaltenden Menschen an Kaffeehaustischen quasi in die Abstraktion überführt wird. Hier ist noch ein ganz, ganz reizvolles Non-Finito auch im Spiel, das wie eine abgeschabte Oberfläche mit solchen plakativ ausgefüllten Formen verbindet. Diese Phase, also diese Entscheidung, als freie Künstlerin tätig zu werden, die setzt sich fort, die verfestigt sich dieser Wunsch. Und als sich Cercle et Carré dann auflöst, diese Künstlergruppe, wird sie unmittelbar gefolgt von einer weiteren nicht-figurativen Künstlergruppe, der Abstraction Création. Und der historische Hintergrund da ist natürlich, dass die Surrealisten genau wussten, wie man richtig Wirbel anstellt in Paris und die abstrakten und nicht figurativen Künstler das Gefühl haben, sie müssen da eben auch mit dem Zusammenhalt einer Gruppe dagegen wirken. Also insofern, das ist so der Hintergrund. Kann sich manchmal gar nicht vorstellen, dass diese abstrakte Kunst zeitgleich funktioniert mit den Surrealisten wie Dalí und so weiter. Dieser siebte Raum der Ausstellung, glaube ich, ist einer, wo wir fast wie in einem Art in White Cube unterwegs sind. Es ist eine sagenhafte Vielfalt von Formen, von Elementen. Bei keinem Werk wird man das Gefühl haben, dass es sich um eine starre Art der Abstraktion handelt, um eine Abstraktion, die dem Elfenbeinturm der Kunst zugeordnet ist, die elitär ist, sondern ich glaube, man kann sagen, dass in jedem dieser Werke ein animiertes, ein innerlich bewegtes Element zu finden ist. Und das ist der Markenkern von Sophie Teuber-Arp. Und wenn man sich jetzt mal so einem Werk hier zuwendet zum Beispiel, ist man irgendwie noch im Mindset vielleicht der Architektin auch? Also das heißt, wir haben es hier wie mit einer Art Grundriss- oder Räumeaufteilung zu tun, wie als würde man das aus der Vogelperspektive betrachten und dann total reizvoll hier diesen leerbelassenen Raum, einen, der ganz voll ist und ganz bewegt sozusagen mit ausgefüllten und dann aber nur umrissenen Elementen, diesen Positiv-Negativ-Effekt, den wir hier mit dem Schwarz-Weiß haben. Hier etwas, wo quasi die gebrochene Kreuzform nochmal fortgesetzt wird in Dunkel, also sehr, sehr designig auch. Und dann hier diese Stelle, wo wir das Gefühl haben, der Kreis rollt, der ist wirklich auf Messers Schneide, der kommt in Bewegung. Aber all diese Elemente sind in Ausgleich gebracht mit der leerbelassenen Fläche. Und
dieses Zusammenwirken, diese unglaublich gekonnte Kombination von Farben und Formen mit ganz, ganz ungewöhnlichen Farbschemata auch, das ist etwas, was Sophie Teuber-Arps Kunst ausmacht und bis heute fasziniert. Wir haben es hier ja mit 4 Räumen zu tun. Hier sieht man das Ganze, lässt sich auch mit 6 Räumen durchexerzieren. Und ich glaube, wer schon mal einen Pinsel in der Hand hatte oder sich viel mit Kunst beschäftigt, dem ist auch klar, dass das unendlich komplex ist, ein solches Werk optischen Ausgleich zu bringen. Man hat also quasi Linien, die ganz durchlaufen, die das ganze Werk durchziehen, aber dann ja doch wieder die Aufteilung in Räume, auch wenn sie hier eben nicht quasi mit dunklen Linien abgegrenzt sind. Also es ist ein Wahnsinnsgefühl für Balance, für Ausgleich, für innere Bewegtheit und Heiterkeit ist das eine, aber es darf natürlich auch nicht so in diese, dass man dann nur noch davon spricht, dass Sophie Teuber-Arp eine heitere Kunst gemacht hat. Dann, darüber vergisst man dann vielleicht, wie viel Geschick und wie viel Kenntnis und Wissen und Qualität einfach auch dahinter steckt. Und das ist also etwas, was in diesem Raum sehr, sehr schön erlebbar wird. Und ich glaube, vielleicht die schönste Serie dürften diese Echelonnements sein, wo also Sophie Teuber-Arp mit ganz simplen Wellenformen in einer Art Donald Judd avant la lettre mit diesen Stacks arbeitet. Das heißt, es wird übereinander geschichtet, sind ganz elegant einfach weiße Formen auf blauem Grund. Dasselbe gibt es dann aber auch nochmal mit farbintensiven Formen auf blauem Grund. Und das sind eben auch unsere Katalogmotive. Es ist wirklich eine Kunst, wo man Bewegtheit, Animiertheit, Stabilität alles in einem Werk hat. Also eigentlich Vorstellungen, die sich widersprechen, aber eine Art kleeartiges, mozarteskes Gespür für die Form und die Farbe. Wir sind im 8. Raum der Ausstellung angekommen. Und in diesem Raum geht es um eine historisch ungeheuer bedeutende Ausstellung, die 1937 in der Kunsthalle in Basel stattfand. Und dieses Werk hier ist aus dem Kunstmuseum Basel, aus unserer Sammlung, die Cercle Mouvementé, ein bewegtes Kreisbild. Und es war eines der Werke, wo wir wissen, es war damals 1937 in der Kunsthalle ausgestellt. Die einzige Regel, der diese Kreise hier folgen, ist, dass sie aus der Reihe tanzen und dass sie sich also nicht regelhaft verhalten. Man sucht ganz unwillkürlich, glaube ich, als Betrachter, was das System dahinter ist. Und man findet aber keines. Und das ist faszinierend und reizvoll und frustrierend zugleich. Das heißt, die Ansprache eines solchen Werkes ist für den Betrachter etwas, wo man den Geist in Bewegung bringen muss, wo man die Augen in Bewegung bringen muss. Aber am Ende sagen sie, es sind ja nur Kreise auf hellem Grund. Und insofern ist diese Ausstellung, glaube ich, auch eine wunderbare Gelegenheit, nochmal darüber zu reden, aber die Frage, wie schauen wir eigentlich Abstraktion an? Und es ist so wichtig zu betonen, dass diese Künstler nicht in einem Elfenbeinturm, nicht in einem elitären Club sein wollten, sondern dass sie dachten, mit der Abstraktion eine universelle, allgemeinverständliche Sprache entwickelt zu haben. Dass es also nicht um Abgrenzung vom, ich sag mal, gemeinen Volk ging, sondern genau um das populäre oder verständliche Element. Und mit dieser Ausstellung im Zusammenhang muss man quasi die historische Situation betrachten, nämlich dass die moderne Kunst dieser Art, gerade die Abstraktion, in ganz Europa zunehmend unter Druck gerät, zumal durch die diktatorischen Regime, die sich im Osten installiert haben, aber natürlich auch in Nazi-Deutschland. Und da zum Zeitpunkt der Ausstellung 1937 in Basel ein paar Kilometer jenseits der Grenze die abstrakte Kunst und die moderne Kunst schon aus den Museen ausgeräumt wird, als entartet, deklariert und verfemt wird. Und dieses wirklich irre, wahnwitzige Nebeneinander dieses historischen Moments ist etwas, was wir hier auch gerne in Erinnerung rufen wollen. Denn Abstraktion ist eben mehr als einfach nur Kreise auf der Leinwand, sondern das ist damals tatsächlich auch ein Statement gegen Rassismus, gegen die Ideologisierung der Gesellschaft und gegen das kriegstreiberische Element, was in ganz Europa schon spürbar ist. Das Ganze wird dann sogar in der Rede des Direktors oder also des späteren Direktors des Kunstmuseums deutlich. Georg Schmidt nämlich kuratiert diese Ausstellung mit zusammen mit Lukas Lichtenhahn.
Und Sie laden also diese ganze Reihe von konstruktivistisch arbeitenden Künstlern, darunter Sophie Teuber-Arp, ein, in Basel auszustellen. Hier haben wir das historische Plakat und schauen Sie sich einfach mal dieses Who is Who der Abstraktion an, was man auf dem Plakat eben hier nochmal ganz gut vor Augen geführt bekommt. Also van Doesburg, Cesare Domela, Egeling, Naum Gabo, Kandinsky, Lissitzky, man kennt sie alle, Mondrian, Pevsner, dann natürlich Teuber, van Tangerloo und Vordenberge, Gildewart und noch mehr. Sophie Teuber-Arp ist mit 24 Werken in dieser Feier des Konstruktivismus die am besten vertretene Künstlerin. Und wir konnten es uns einfach nicht verkneifen zu kommentieren, dass ausgerechnet ihr Werk das am wenigsten fotografierte ist. Also natürlich gibt es historische Aufnahmen dieser Ausstellung, aber wir haben nur eine gefunden, wo ein Werk von Sophie Teuber-Arp, nämlich eben besagtes Cercle Mouvementé, dieses bewegte Kreisbild, zu sehen ist, und haben deswegen wandfüllend dieses Foto hier installiert, um auch nochmal an den historischen Zusammenhang mit diesen Werken der männlichen Kollegen zu erinnern, also in welchem Kontext das ausgestellt war. Und dann sehen Sie hinter diesen beiden Stellwänden quasi die Cercle Mouvementé nochmal so ein kleines Stückchen davon durchscheinen. Also das einfach nur auch zu der Frage, wie werden solche Ausstellungsereignisse dokumentiert und vielleicht auch einfach vom Gewicht her ganz eigenartig beurteilt. Wir gehen jetzt einmal, das, was ich den Besuchern dann leider untersagen muss, aber wir wollen jetzt mal ganz nah hier an die Wand rangehen, um einige der absolut faszinierendsten Werke in dieser Ausstellung damals nochmal genauer zu betrachten. Wenn man hier nämlich schaut, haben wir es jetzt mittlerweile mit 3D-Gemälden zu tun. Sophie Teuber-Arp goes three-dimensional, könnte man sagen. Wenn man von vorne schaut, hat man einfach weiße Kreise auf dunklem Grund und dann noch diese etwas erhobenen, erhabenen, reliefartigen Quadrate bzw. Rechtecke. Aber eben, wenn man von der Seite schaut, sieht man, aha, es sind Scheiben, die auf kleine Stege montiert sind. Dasselbe passiert jetzt bei diesen anderen Reliefs. Hier von der Seite gesehen kapiert man, aha, es sind Zylinder. Von vorne gesehen hat man wieder ein Zusammenspiel aus Ausschnitten und aus der Aufsicht auf diese Zylinder, also wieder farbigen Kreisen, diesem Element, was ja eigentlich seit 1918 ganz, ganz häufig in ihrem Werk auch vorkommt. Sie wurde ja auch mal die Künstlerin der Kreise genannt. Und ein weiteres Beispiel, weil es so schön ist, hier in der Seitenansicht versteht man, es sind Kegel, in der Vordersicht sieht man, es sind eben bemalte Kreise, die hier über die Grundfläche tanzen. Die Grundfläche ist schwarz und damit hat Sophie Teuber-Arp auch noch einen wirklich fancy optischen Effekt kreiert, nämlich dieser schwarze Kreis, der verschwindet in der Aufsicht und man sieht nur noch die weißen Kreise und den blauen und dann tritt man zur Seite und hat plötzlich diesen optischen Effekt, dass man sieht, aha, er schwebt ja auf einem weißen Kegel, da ist noch was. Und von der kunsthistorischen Position ist es absolut faszinierend zu überlegen, was sind denn überhaupt die Vorläufer für diese Werke und was sind die Nachfolger? Und dass wir dann im Bereich des Kubismus sind, wenn man also an die Konstruktion von Picasso denkt zum Beispiel, wo auch dieses Positiv-Negativ-Sehen eine ganz wichtige Rolle spielt und dann weit vorausdenkt in der Kunstgeschichte und dann beim Minimalismus landet, wo also das Werk im Zusammenhang mit dem Raum operiert. Und das ist die kunsthistorische Gesellschaft, in der sich Sophie Teuber-Arp hier bewegt. Dass die Kreisform eine ganz wichtige Rolle im Werk von Sophie Teuber-Arp spielt, zeigt sich auch nochmal an diesen wunderbaren Rundreliefs, die wir hier an der gegenüberliegenden Wand installiert haben. Hier ist also die Kreisform plötzlich sozusagen der Raison d'être für das ganze Kunstwerk. Das heißt, auf einer runden Grundform entwickeln sich hier in mehreren Lagen, in mehreren Höhen, diese Ausschnitte und Elemente, die sich in unterschiedlichen Farben zusammensetzen. Von vorne gesehen spielt die Tiefendimension mit den Schatten natürlich eine Rolle. Von der Seite gesehen wird das Werk sozusagen noch belebter dadurch, dass man eben sieht, mal sind es drei Höhen, mal sind es zwei Höhen. Also ganz komplexe, ganz faszinierende Werke, die den Kreis nochmal eben zum Grundprinzip ernennen. Diese Ausstellung 1937 wurde von Georg Schmidt in der Eröffnungsrede in einer Art eingeordnet, die auch heute wirklich noch aufhorchen lässt, also wo es um die Frage der Abstraktion geht und wie die Abstraktion in den krisenhaften Zusammenhängen der Zeit zu verstehen sei.
Und das ist etwas, was mir gerade jetzt heute vor unserem historischen Hintergrund, durch den wir leben, in dieser Ausstellung auch wichtig ist, dass man deutlich machen kann, dass wir nochmal ganz neu auf diese Kunst geschaut haben, die uns jetzt ja auch in einer Krise begegnet, wie wir sie uns vor einigen Jahren noch überhaupt nicht hätten träumen lassen. Und Georg Schmidt sprach damals in seiner Eröffnungsrede eben davon, dass die Konstruktivisten eine Kunstform oder eine abstrakte Sprache geschaffen haben, die zukunftsbejahend, zukunftspositiv ist, wie er sagt, und also quasi mit Optimismus nach vorne schaut, in einer ungesunden, wie er sagt, in einer bedrängten Zeit. Und mir ist einfach wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten bei dieser Ausstellung, dass es eine Kunst ist, die eben nicht weit weg ist von uns, sondern die, wo wir uns wieder annähern können innerlich, weil wir in Umständen leben, die eben auch einige Herausforderungen mit sich bringen. Der letzte Raum ist einer, der antiklimaktisch ist, muss man einfach sagen. Sophie Teuber-Arp und ihr Mann verlassen 1940 fluchtartig Paris zusammen mit ungefähr 2 Millionen weiteren Bewohnern der Île-de-France und von Paris. Es liegt einfach daran, dass die Nazis vor den Toren stehen und dass sich eine riesige Fluchtbewegung in Richtung Süden des Landes in Gang setzt. Sie machen einige Tage Station in Verrier, wo Peggy Guggenheim, die berühmte amerikanische Sammlerin, ein Haus gemietet hat. Und anschließend lassen sie sich in Grasse nieder und treffen dort auf Künstlerfreunde. Die nächsten Jahre verbringt sie in Grasse und 1943 erhalten sie ein temporäres Visum, um in die Schweiz zu gehen, aber eben nur für einige Wochen. Und Sophie Teuber-Arp übernachtet bei ihrer Schwester in Zürich, Hans Arp übernachtet in Zürich bei Max Bill. An einem Abend beschließt sie, es ist spät geworden, nicht mehr wieder zurück zu ihrer Schwester zu gehen, sondern in dieser Nacht dort zu übernachten. Sie bekommt das Gästezimmer im Haus von Max Bill, bemerkt aber eben nicht, dass der Abzug des Holzofens, den sie angefeuert hat, geschlossen ist und stirbt deswegen in der Nacht an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Das heißt, bei diesem Werk, was wir im letzten Raum präsentieren, muss man im Hinterkopf behalten, dass es sich um das unabgeschlossene Werk einer Künstlerin handelt, dass die Hintergründe, die historischen, die von Flucht, von einer Art Nomadentum, erzwungenen Nomadentum sind, von Materialmangel, von Mangel an Essen, an künstlerischen Materialien, aber auch an wirklich den grundlegenden Dingen des täglichen Lebens. Und dann dieser erste Moment, wo man sich seit Monaten oder Jahren in Sicherheit zu befinden scheint, ein tragisches Ende für sie findet. Und deswegen können wir hier natürlich nicht, wie in jeder anderen Retrospektive vielleicht, vom Spätwerk einer Künstlerin sprechen, sondern wir reden von jemandem, der am Vorabend seines 54. Geburtstages aus dem Leben gerissen wurde und der ein Werk geschaffen hat mit schlichtesten Mitteln unter bedrängten Lebensumständen. Und das sieht man eben hier, weil sie quasi auf dieses Mittel der Farbstifte zurückgreift, was wir prominent ja auch schon mal im ersten Raum gesehen haben, und diese Linienzeichnungen herstellt, die wir hier wolkenartig an den Wänden platziert haben. Und mit Zirkel und manchmal mit Linealen und anderen Hilfsmitteln kommt diese große Präzision zustande. Aber insgesamt hat es natürlich dieses rastlose, nomadenartige, was man eben auch in den Lebensumständen vermuten kann. Ja, wir sind am Ende unserer Tour angekommen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich möchte abschließend einfach nochmal betonen, dass es ganz, ganz viele helfende Hände im Hintergrund gab, die geholfen haben, diese Ausstellung in diesen schwierigen Zeiten zu stemmen und zu meistern. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass das MoMA uns den Vortritt gelassen hat mit sehr großzügiger Geste. Eigentlich hätte die Ausstellung ja im letzten Herbst im MoMA eröffnen sollen, sodass wir nun diese Tournee, die anschließend noch an die Tate und nach New York weiterzieht, eröffnen dürfen. Sie finden die Filme, die wir haben drehen lassen, im Kontext dieser Ausstellung bei uns auch. Also die können wir Ihnen zur Verfügung stellen. Es gibt diese experimentelle Biografie und die Marionetten, die Sie in Bewegung sehen können. Und auch die Zusammenarbeit mit der Künstlerin Celine Manns liegt mir am Herzen noch zu erwähnen, die sich hauptsächlich eben in unserem Shop fortsetzt. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund.